Weitestgehend waren Sie ja bislang Trainer. Das ist schon mal eine echte neue Herausforderung. Naja, es war tatsächlich eher oft Mischformen. Also ich war in meiner ersten Station bei NEG Cottbus der Assistent vom Sportdirektor und zeitgleich U19-Trainer. Das ist ja bei kleinen Vereinen oft üblich, dass man so Doppelfunktion hat. Man hat sich das schon immer zunutze gemacht, dass ich noch was anderes gelernt habe. In Köln war ich nur NEZ-Leiter, habe also da auch viel mit Beratern Verträge ausgehandelt und so weiter. Das hatte ich 2 Jahre bei einem relativ großen Club. Also da die Erfahrung in Aue ohne Sportdirektor, quasi beides gemacht. Also von daher ist nicht ganz neu die Aufgabe. Nun ist aber hier beim HFC oder steht viel Arbeit an, sagen wir es mal so. Und auch das Wirtschaftliche hat sich natürlich ein bisschen verändert. Wie schaut es denn mit dem Etat aus? Wir wissen ja, einst in Drittliga-Zeiten hatte man 8 Millionen zur Verfügung. Was bleibt dem Sportdirektor? Tatsächlich, es wird ja mal so mit 4,2, 4,5 gearbeitet, aber wir müssen schon ehrlicherweise sagen, dass wir mit dem arbeiten, was für die Mannschaft, den Trainerstab und für die sportliche Leitung, also alle, die so um das Team drumherum arbeiten, bleibt. Und da sind wir bei im Moment, also es ist noch ein bisschen variabel, weil wir natürlich ein paar Faktoren haben und sich alle im Club Mühe geben, das stabil zu stellen, aber wir sind so nicht ganz bei 2 Millionen. Und das ist natürlich schon ein herber Einschnitt, weil natürlich immer durch die Gegend gerannt wird, wir hätten so einen absoluten Top-Etat. Die 2 Millionen sind sicherlich gut, wir sind nicht gefährdet, es gibt kein Insolvenzthema, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir die Liga leer kaufen können. Und gerade weil in der Liga teilweise wild bezahlt wird und noch sehr komische Konstrukte manchmal da sind, ist es für uns nicht ganz so einfach. Nun haben Sie das Stichwort Kaufen schon gegeben. Wie ist denn der aktuelle Stand? Wie viele Neuzugänge haben Sie bisher verpflichten können? Und wie sieht Ihr Arbeitsalltag eigentlich gerade aus? Ja, zunächst muss man mal sagen, dass es, wenn man so lange gegen den Abstieg gespielt hat, schon ungewöhnlich ist aus meiner Sicht, dass man kein Fallnetz hatte, dass man also bis auf einen Spieler gar niemand unter Vertrag hatte, was es total schwierig macht. Also unsere Marktposition ist nicht gut, weil alle wissen, dass wir Druck haben. Es ist sehr, sehr ungewöhnlich, in so kurzer Zeit so viel Transfers machen zu müssen. Und wir haben eben daneben den Anspruch, dass wir sagen, wir wollen es jetzt, wenn wir eh gezwungen sind, es einmal neu aufzustellen, dann eben auch richtig zu machen. Und wenn man mal schaut, normalerweise ein Transfer läuft ab, dass man einen Spieler genannt bekommt, dann holt man Informationen ein, dann telefoniert man mal mit dem, dann spricht man mal mit dem Berater, dann trifft man sich mal persönlich, dann wird nachverhandelt, dann trifft man sich noch ein zweites Mal. Das ist ja ein Prozess, der normalerweise über Wochen hinweg geht, also wirklich über Wochen. Und wir haben jetzt eine Situation, dass wir Stand heute, glaube ich, 13 Transfers zu Ende gemacht haben in 3 Wochen. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wie die Tage im Moment aussehen, wenn man es tatsächlich mit der nötigen Sorgfalt machen will. Und wir haben jetzt im Markt, wie gesagt, es gibt ja unterschiedliche Phasen in dem Markt. Im Moment ist noch so ein bisschen so ein Spielermarkt, wo die Leute, die frei sind, die nicht unter Vertrag stehen, die gut sind, natürlich extrem umworben sind. Und wir teilweise auch, weil wir das Tempo an allen Fronten nicht immer halten können und manchmal auch einen Weg gehen, wo wir am Ende, wo wir der Überzeugung sind, der geht auch zu Ende und dann am Ende irgendwie eine Enttäuschung erleben, was halt mit dazugehört, ist es eben schwer so. Und trotzdem wollen wir uns nicht treiben lassen und komische Entscheidungen treffen. Wie sehen Ihre Strategien denn überhaupt aus zur Kaderplanung für die kommende Saison? Na, wir haben ja ein, zwei Dinge schon mal kommuniziert. Also der Ansatz ist schon, dass wir eine Mannschaft bauen wollen, die Perspektive hat. Also die nicht nur für diese erste Saison zusammengebaut wird, sondern die sich entwickeln kann. Wir wollen Spieler finden, die im Idealfall eine hohe Identifikation mit dem Standort haben, die wissen, wie die Menschen hier ticken, die Freude haben, hierher zu kommen. Das ist das eine Kriterium. Rein sportlich sind wir im ersten Touch in einer Richtung unterwegs, wo wir sagen, sehr gut ausgebildete Spieler, gerade nicht in ihrer Hochphase, sondern wir haben eigentlich gefühlt, dass man jetzt Spieler holen kann, die nicht so auf dem Schirm sind. Und das, denke ich, haben wir jetzt mit ein, zwei Transfers auch gezeigt. Jungs, die vielleicht aus einer Verletzung kommen, vielleicht gerade beim falschen Verein waren, mit dem manchmal dem falschen Trainer auf der falschen Position eingesetzt wurden. Also wir versuchen da sehr akribisch zu schauen, welche Spieler passen für uns, haben vielleicht in ihrem alten System gerade nicht so funktioniert und sind deswegen vielleicht für uns gerade verfügbar, obwohl sie eigentlich Qualität für mehr haben. Und lokale Talente bleiben unverändert auch im Plan. Ja, wird nicht ausschließlich so gehen. Das war jetzt so erst unser erster Angriff, nicht? Wir haben ja, glaube ich, ganz schnell Kilian Zaruba verpflichtet, wo wir sagen, okay, der war mal hier im NLZ, der hat jetzt in Meusewitz und in Eilenburg schon ein bisschen Regionalliga-Erfahrung gesammelt. Der stand kurz vor einem Transfer zu Holstein Kiel und hat sich dann für seinen Heimatclub entschieden. Da mussten wir extrem schnell reagieren, weil da schon ein Unterschriftstermin stand. Und so haben wir es mit ein, zwei anderen Leuten auch gemacht. Haben jetzt
nochmal eine Basis mit Jungs, die wissen, wie es geht auf der einen Seite und ein paar Jungs, die super spannend sind, wo wir sehr viel Hoffnung reinlegen und wo der Trainer dann auch eine Aufgabe hat. Wir haben unseren Trainer auch danach ausgesucht, dass er Talente entwickeln kann. Und jetzt geht es eben darum, mit der nötigen Ruhe die so ein bisschen die Eckpfeiler dann auch zu machen. Die sind aber ein bisschen schwerer und die gucken natürlich auch eher, ob sie noch in der dritten Liga unterkommen. Haben wir verstanden. Welche Herausforderungen sehen Sie also jetzt in der kommenden Saison für den Halleschen Fußballclub? Naja, für uns wird es darum gehen, so schnell wie möglich in der Liga anzukommen. Also wir sind nicht naiv, wir wissen, wie wir wahrgenommen werden. Also das interessiert ja keinen, welche Schwierigkeiten wir jetzt haben und dass wir eine völlig neue Mannschaft bauen, sondern wir sind halt der Club, der 12 Jahre dritte Liga gespielt hat und jetzt runterkommt. Alle wollen sich mit uns reiben, alle wollen uns zeigen, dass es nicht so einfach ist. Und da sind wir sehr bodenständig und wissen, dass wir dagegenhalten müssen, vor allen Dingen in der ersten Phase der Saison. Und darauf liegt unser Fokus. Wir werden nicht sofort unsere Mannschaft beisammen haben. Wir werden uns finden müssen. Wir haben gar nichts, worauf wir aufbauen können, sondern wir müssen im Moment alles neu bauen. Und in der Schnelle und mit dem Tempo, wo wir das machen, können wir gar nicht seriös vorhersagen, ob das dann am ersten Tag schon funktioniert. Wir wissen hier alle und freuen uns drauf, dass das DFB-Pokalspiel auch ins Haus steht im August. Wie sehen Sie da auch die Chance des HFC? Also wir bauen ja noch an der Mannschaft, von daher will man immer ein bisschen vorsichtig sein. Auf der anderen Seite hat ja St. Pauli jetzt auch ein Thema, wenn sie einen Trainer verlieren sollten, was ja im Raum steht, wenn er nach England geht, müssen sich auch, glaube ich, erstmal ein bisschen schütteln und sortieren, weil ja vieles auf den Trainer ausgerichtet ist. Und es kann, und das weiß ich sozusagen aus der anderen Ebene als Zweitligatrainer, ist das schon super unangenehm, wenn das erste Pflichtspiel ein Auswärtsspiel DFB-Pokal ist, sicherlich dann hier auch vor vollem Haus und unsere Jungs werden voll motiviert sein und die andere Mannschaft schon 2, 3 Pflichtspiele weg hat und schon so ein bisschen diesen Wettkampfcharakter drin hat. Also wir sehen uns nicht komplett chancenlos, sind natürlich klar eine Außenseiterrolle, aber für uns wäre es natürlich, glaube ich, ein Riesenkatalysator, wenn wir da was reißen können. Aber ich glaube, selbst wenn wir es eng halten und hier ein begeisterndes Spiel hinlegen, ist das eine wichtige Geschichte für uns. Wie sehen Sie jetzt den HFC ja, in den nächsten 5 Jahren? Und gibt es für Sie da vielleicht auch Meilensteine, die Sie da absolvieren wollen? Ja, wenn man das jetzt ein bisschen auf mittelfristig sieht, glaube ich, und das ist ja jetzt gerade unser Anspruch, dass wir versuchen, so ein bisschen zu reflektieren, warum ist es in den letzten Jahren eben nicht gelungen, eine andere Stabilität reinzubekommen. Es war die letzten Jahre immer knapp und dann ist es halt irgendwann vielleicht mal so weit und es erwischt dich. Und wir versuchen jetzt, angepasst an den Standort eben Strukturen, Abläufe, also Personalstruktur, auch gewisse Automatismen zu schaffen, um bei dieser Unwägbarkeit, die auf dem Fußballplatz nun mal stattfindet, du kannst ja nur Wahrscheinlichkeiten erhöhen, eben im Umfeld eine große Stabilität zu haben, um dann, und wir wollen wieder zurück, der Standort muss wieder zurück in die dritte Liga und zwar so schnell wie möglich, dann aber eben, wenn wir den Schritt gegangen sind, auch im zweiten Schritt eine andere Stabilität haben. Darum geht es eigentlich, dass wir jetzt eine Struktur schaffen, wir müssen alles neu bauen, dass das nicht nur gedacht ist, wie kommen wir jetzt gut durch die Regionalliga oder wie steigen wir am besten so schnell wie möglich wieder auf, sondern es ist eben so gedacht nach vorne, dass wir eine Struktur schaffen, die ideal für diesen Standort ist, für die Leute hier ist und für unsere Möglichkeiten ist, um damit dann maximalen Erfolg zu haben. Ja, und es wäre natürlich auch schön, wenn wir mittelfristig, langfristig mit Ihnen auch weiter planen können. Nun wissen wir natürlich auch, dass die letzten Stationen bei Ihnen, die letzten 4, 5, da waren Sie im Schnitt ein Jahr bei den Vereinen. Nehmen Sie mir die Angst, dass das diesmal hier beim HFC länger wird. Naja, es war ja, also erstens war ich ja meistens als Trainer unterwegs, also ein bisschen unruhiger und ist jetzt auch nicht so, wie ich es immer selber entschieden habe. Also ist dann in Braunschweig tatsächlich eher eine sportliche Geschichte gewesen und in Leipzig war es ein völlig anderes Thema, aber ich weiß und ich will auch auf der Position eben eher mittelfristig und losgelöst vom Tagesgeschäft arbeiten und habe mich auch bewusst für den Schritt entschieden, ins Management zu gehen, weil ich schon mehr beeinflussen möchte, als lediglich die Jungs über den Platz zu scheuchen. Und das ist auch die Idee, dass es kommuniziert und ich denke, alle Beteiligten wollen das. Und das ist ja nicht irgendein Standort für mich und dementsprechend auch ein bisschen eine andere Geschichte als vielleicht auf den, die ich vorher hatte. Ja, als gebürtiger Hallenser, kann man schon mal sagen, oder? So kann man das sagen, ja, auch mit Verwandten noch hier und eben mit einer langen Zeit und auch nur mit einer großen Verbundenheit schon immer. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.